Moin alle Mann, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal Ultimate Junkie. Ich bin das Marcel und ja, ihr habt es vielleicht schon im Thumbnail gesehen. Wir machen heute die Vorderachse wieder heil und werden dazu einmal halt die Reifen demontieren, gleich die Achsschenkel abbauen, die Steckachsen ziehen. Was ich jetzt im Vorhinein schon gemacht habe, da habe ich im letzten Block ja mit aufgehört, ist vorne den Antriebsflansch, also wo die Eingangswelle für die Allradachse zum Differential reingeht, das einmal abdichten mit einem neuen Wellendichtring. Das will ich einmal kurz zu Ende bringen. Hier ist der neue Wellendichtring. Hier vorne drin steckt der alte, der undicht ist. Ihr seht ja, wie verschmiert das da im Allgemeinen ist. Und ja, der war auf jeden Fall undicht, der kommt neu. Und die Kreuzgelenke an den Steckachsen sind halt kaputt, deswegen baue ich den ganzen Gedöns hier auseinander. Die sind jetzt nicht irgendwie extrem undicht, dass es da alles rausläuft, das ganze Öl, was da drin ist. Bei einmal im Planetenradsatz hier haben wir Öl drin und einmal in der Allradachse selbst. Also von beiden Seiten her mit Öl befüllt und es kann dementsprechend ja von der Achsseite aus undicht werden, aber auch von der Planetenradsatzseite, da wo der Reifen fest ist, da von der Seite kann es halt auch zu Undichtigkeiten kommen. Hat er jetzt nur minimal an der rechten Seite hier vom Planetenradsatz eine Undichtigkeit, bloß wenn die Steckachsen gezogen sind, ist es natürlich ratsam, dass man die Wellendichtringe neu macht, weil die Steckachsen wiegen auch was vom Gewicht her, du ziehst sie raus und dabei kann es ja auch sein, dass die Dichtlippe von dem Wellendichtring, der da noch drin steckt, der alte, vor allem wenn er uralt ist, dass sie dann kaputt gehen halt. Ne? Deswegen machen wir das einmal neu, ich habe die Dinger bloß nicht da, die Wellendichtringe, deswegen muss ich das erstmal dann halt bestellen. Was ich da habe, sind die Kreuzgelenke und die Wellendichtringe für die Planetenradsätze und den für die Eingangswelle, aber den für die Achsen selbst, da wo die Steckachse oder die ja, Steckwelle reingeht oder gehen, die vier Wellendichtringe habe ich nicht, die muss ich bestellen. So, wir machen das jetzt hier einmal und da hatten ja schon einige gesagt, auf dem Kopf, den habe ich noch nicht abgeholt, mache ich morgen, dann geht das damit auch weiter. Da hatten ja einige gesagt, ja, man kann ja auch, oder einer hat das gesagt, dass man natürlich auch mit einer Schraube hier im Wellendichtring rausholen kann. Man ist ja nicht doof, ne? Man hat ja alles schon mal gemacht. Wir können also jetzt hier im Beispiel reingehen, einmal, vielleicht ist es vielleicht ratsam, natürlich hier noch ein Loch einzubohren, die Schraube ist ziemlich spitz, hier reingehen und jetzt im alten Wellendichtring einmal mit dem Akkuschrauber und Schraube, nur Holzschraube, einmal ein Loch einbohren, dass die Schraube sich reinzieht. Auch immer mit dem Hammer so ein bisschen. Wie gesagt, Lochbohren ist natürlich schöner. Vornein. Ein ganz kleines Löchlein. Nun schraubt man natürlich jetzt hier aufpassen, dass dahinter nichts ist, dass man nichts trifft. Deswegen wird es immer so ein bisschen nach innen biegen. Weil er ja auch ein Lager dahinter ist, irgendwo. Deswegen muss man hier mal vorsichtig mit sein, wenn man mit einer Schraube irgendwo reinschraubt in Wellendichtringe. So abgerutscht. Ich sag deswegen, deswegen mache ich das auch nicht so gerne, weil das halt ja, eher semi-professionell funktioniert. Der Wellendichtring ist jetzt auch ein bisschen fies. Rutscht schon so rein, ich höre gleich auf hier mit. Man könnte es jetzt halt so machen, aber mit der Gefahr, dass man da halt das, was sich dahinter befindet, kaputt macht. Die Schraube ist halt oben jetzt auch schon rund. Ich lasse das jetzt. Einfacher ist es dann natürlich mit einem großen Schraubendreher. Gucken wir mal hier einmal reinfinden. Mit so einem großen Schraubendreher hier einmal oder mit einem Montiereisen. Wenn man da genug Platz hat und zum Hebeln Spiel hat, Spielraum, und das einmal macht. Bevor ich hier lange mit einem Schraubendreher oder mit einem Akkuschrauber und mit einer Holzschraube rumfummel, mache ich das dann lieber so, das ist ja nun mal so. Und wäre auch die einfachste Methode denn nutzen. Ne, warum soll man sich das Leben schwer machen, wenn es auch einfach geht? Ist das so der Spruch, den man dann bringt? Also mit dieser, hier vorne ist so eine Mutter drauf, ihr sitzt ja am Gewinde und mit dieser Mutter wird auch das Lager, das ist ein Kegelrollenlager, wird das gespannt.
Hier unten ist auch so ein bisschen Wasser drin. Lassen wir das mal kurz ein bisschen rauslaufen. Hier dieses weiße Emulsion. Jetzt sieht er aber gesammelt. Kommt er dann nicht raus über den Wellendichtring, weil er die Öffnung zur Welle hin oben ein Stück höher liegt und Wasser sammelt sich unten nicht oben. Außer es vermischt sich miteinander, ne? Emulsionsmäßig halt. So, einmal noch kurz ablaufen lassen und dann kommt der neue Wellendichtring wieder rein. So, wir haben auch viel vor in diesem Blog. Ich will auch nicht hier alles so im Detail filmen. Deswegen wollte ich noch einmal was hier zu sagen. Und zwar habe ich mir einen neuen Akkuschrauber, Schlagschrauber organisiert. Den hier von Cis Ivis. Gibt es auch noch von anderen Marken hier. Das ist auf Deutsch gesagt ein Makita-Nachbau. Für ganz, ganz wenig Geld. Der originale Makita-Schlagschrauber, den ich auch vorher hatte, ich kann gleich mal das Original holen, der soll im Original 230 Euro kosten. Circa 230, ich glaube plus Versand auch noch. So, und da passen die Makita-Akkus rein und der hätte sage und schreibe 20 Euro gekostet. Da waren noch diese Nüsse noch mit bei und ein paar andere Sachen, Handschuhe und so. 20 Euro und der sieht 1:1 so aus wie das Original von Makita. Hat auch, ich habe schon mittlerweile ein paar Sachen damit gelöst. Radbolzen und diesen Flansch hier von der Eingangswelle der Allradachse habe ich gelöst und der löst echt alles. Macht da keine dicken Backen und hat meiner Meinung nach genauso viel Kraft wie, also aus dem Gefühl heraus, wie der Originale von Makita. Das ist der hier. Jetzt vergleichen wir die einmal kurz. So, macht euch selbst ein Bild. Das ist der Makita Akku, ne, von Makita. Er sieht ein bisschen anders aus. Aber wie gesagt, guck mal hier von diesem LXT, was da hier eingeprägt ist im Material. Die Aussparung hier mit diesem Gummi außenrum, das ist genau an der gleichen Stelle. Die ganzen hier Formen, sag ich jetzt mal, die sehen genauso aus. Der Pfeil hier auf dem Rückwärts-Vorwärts-Laufknauf. Der Plastikschutz sieht ein bisschen anders aus. Hier vorne. Es wird ein Nachbau sein. Ich keine Ahnung, wie das da gemacht wird, wo die herkommen, in China oder Fernost. Wie sie das bauen oder was die da genau machen. Ich meine, die können ja mittlerweile alles nachbauen mit Spritzgussmaschinen, ne, und dann so ein Gehäuse. Die Technik da drin kann ich jetzt natürlich nicht begutachten, wie die aussieht. Ich habe allerdings, muss ich dazu sagen, noch zwei, drei weitere Sachen von diesen Nachbaufirmen, weil mir die Makita-Sachen halt ja einfach zu teuer sind. Der Schlagschrauber ist hier nämlich kaputt gegangen. Von dieser Schutz fehlt er, oder dieses Gummiding fehlt er auch schon. Ja, was leuchtet dann dunkel? Lampe hat er auch. Man kann auch die Geschwindigkeit hier, also die einstellen, wie viel Kraft er haben soll. Und das aber beim Radbolzen lösen auch, wenn die Radbolzen lose sind, auch für Drehen geht auch. Gekauft hier in den Kaufhaus mit den bunten Buchstaben für Sagenschreibe 22 Euro. Also wenn der jetzt seine Arbeit macht, wir werden gleich einmal die Radbolzen am Träger lösen. Das soll der wohl schaffen. So extrem große Schrauben sind es auch nicht. Dann hole ich mir auf jeden Fall noch einen zweiten und einen dritten. Und wird mir die auf Lager packen hier, falls die irgendwann mal teurer werden und die es man nicht mehr gibt. Kann man sagen. Gut, das baue ich wieder zusammen. Ne? Ist ja bloß nur noch neue Wellendichtring jetzt rein. Und den Flansch wieder raufsetzen. Ist dann später alles einmal gereinigt mit dem Hochdruckreiniger. So, und dann kommen die Reifen, bocken wir ihn einmal auf und dann kommen die Reifen ab und die Steckachsen werden gezogen. Was der Mittelachsbolzen jetzt macht, vom Spiel her habe ich noch nicht kontrolliert. Wenn ich ihn hier gleich anhebe, dann kann ich das einmal checken, ob er Spiel hat. Da werde ich aber erstmal nicht beigehen, das werde ich dann machen, wenn ich dann mehr Zeit habe. Weil ich wollte ja den auch noch eine Fronthydraulik verpassen, ich weiß aber noch nicht ganz, wie ich es mache. Und ob ich das dann wirklich mache, aber ich meine ja, ich glaube schon, weil dann kann man halt auch vorne, ja, sieht erstmal geiler aus, weil sonst kannst du dann auch ein Anbaugerät vorne mitnehmen, wenn du irgendwo hinfährst, hinten und vorne, ne? Ohne Anhänger, kannst vorne es reinschnallen und kannst natürlich dann auch mit dem Frontgewicht fahren, weil er hat keinen Frontlader dran. Der Ford hat natürlich noch seine Konsolen dran und ja, Gewicht könnte man natürlich reinknallen da. Aber ja, wenn du hinten ein großes Gerät drin hast, ein schweres, dann wäre der doch vorne schon ja, leicht auf der Vorderachse. Und ich weiß gar nicht, ob die Gewichte vom 1055 passen. Die liegen da oben nämlich im Regal drin. Ja, aber der Gewichtträger hier muss natürlich für die Fronthydraulik ab. Aber das steht noch in den Sternen, das sehe ich dann. Bloß das kommt schneller, als was man dann denkt, wenn der Motor erstmal fertig ist und ich hinten die Kotflügel noch bearbeitet habe, weil die ja gammelig sind, kommt irgendwann noch die Fronthydraulik. Ne? Die Kabel da oben muss ich noch machen. Gut, alles klar, ich mache weiter und zeige gleich mal, wie der Akkuschrauber arbeitet. So, neuer Wellendichtring ist drin. Ich habe auch draußen
Außenring des Wellnichtringes ein bisschen Gehäusedichtmasse aufgetragen, sodass er auch abdichtet, weil der hat außen ja nur Metallkörper und kein Plastik oder Gummi. Die Gummi haben, dichten ja außen auch so ab, ohne natürlich, dass man da irgendwie extra Dichtmittel aufträgt, aber die haben natürlich hier außen nur Stahl, ihr seht es ja selber, innen drin ist Gummi auf den Dichtlippen selbst und außen ist Stahl. Und wie soll Stahl auf Stahl abdichten? Das wird nichts. Deswegen muss da ein bisschen Gehäusedichtmasse zwischen. Und ich werde jetzt einen Zapfen darauf setzen. Auch noch ein bisschen Fett. So, da kommt der jetzt drauf wieder. So, die Scheibe zwischen. Und dann die Mutter. So, dann wird das wieder festgemacht. Die Mutter habe ich zum Beispiel eben auch mit einem Schlagschrauber gelöst, mit dem neuen. So, und die wird jetzt auch wieder mit einem Schlagschrauber angezogen. So, dann haben wir das ja schon mal fest wieder. So, als nächstes die Reifen ab. So, jetzt hole ich mal meinen LKW-Wagen hier, damit wir ihn aufbocken können. Werde ich hier gleich stehen sehen. Den habe ich ja anfangs, als ich angefangen habe mit dem Video drehen, auf YouTube hier mal selber gebaut, in den ersten Vlogs. Ich meine, das war irgendwie 36 oder sowas. Ich packe euch einen Link mit in die Videobeschreibung mit rein. Falls jemand das interessiert, kann er das sich gerne angucken, wie ich den baue. Weil der ist echt gut geworden, der funktioniert gut, hebt eine Masse, man kann den ja auch kleiner bauen, muss dann nicht so extrem groß sein, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich hatte halt das Material da und einen großen Hydraulikzylinder zur Verfügung. Und kauft dir mal so einen LKW-Wagenheber ja, fertig, also von irgendeinem Hersteller oder halt auch gebraucht, ich habe ja mal geguckt in Anfangs. Die sind so sauteuer, die Dinger, auch gebraucht, wenn sie 30, 40, 50 Jahre alt sind, die werden so teuer gehandelt noch. So, und für diejenigen, die das interessiert, können da gerne mal reinduschern. So, das ist natürlich jetzt ein riesen Klopper, das Teil. Deswegen habe ich hier echt Probleme mit dem Rangieren auch. Ich muss die gerade vorne nach vorne ziehen. Aber dafür, dass er so groß ist, hebt er natürlich auch eine Masse an. Und ein LKW-Wagenheber ist ja groß. Oder Schlepperwagenheber, Landmaschinenwagenheber. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier unter das Frontgewicht direkt hinein kann. Nicht, dass das irgendwie abreißt. Ich müsste das ja eigentlich normalerweise halten. Hier vorne ist es halt problematisch. Ganz vorne. Dass man da nicht abrutscht, weil ich habe jetzt keine Spitze vorne, die sich selber führt mit zwei Bolzen. Mit der Mechanik, das wollte ich nur nicht machen. Man könnte oben noch so einen Teller ranmachen, sage ich jetzt mal, dass er halt ja, Fassung oben kriegt und dass er sich dann selber dem Unimalen angleicht. Das könnte man ja ganz einfach noch drauf bauen. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, beziehungsweise gebraucht, weil es immer geklappt hat bis jetzt mit dem Heben. Ne? Braucht keine Bohlen untersetzen, weil er halt so weit anhebt. So. Pumpe vom Kipper, vom hier, die habe ich ja auch am Krone-Kipper dran. Zwei Seiten-Kipper-Pumpe, denke ich mal, ist das. Oder drei Seiten, ich glaube zwei. So, und dann drückt sie den alten Schlauch verbunden und gestellt. Und schwuppdiwupp, packt man ihn vorne hoch. So. Gucken hier, ob es ein Spiel hat. Kann ich jetzt schwer sehen. Muss ich gleich mal Montiereisen unter. Na, ich will erst mal zusehen, dass ich das auseinandergebaut bekomme, damit ich die Wellnichtringe besorgen kann. Nun haben wir das. Und ich kann die Achsen oder die Räder jetzt frei drehen hier. So, und die andere Frage ist natürlich,
Normalerweise müssten hier Lager drin sein, auch wieder Kegelrollenlager, die man auch spannen kann. So war es beim Ford zumindest. Ich habe es hier ehrlich gesagt beim Jahrzehnt noch nicht auseinander gehabt. Ich will nichts falsch erzählen, aber normalerweise sind da Lager drin und die kann man spannen mit Distanzplättchen oder Distanzscheiben, die du untersetzt und dann oben die Bolzen wieder festschraubst und somit die Lager spannst. So, und hier kann natürlich auch Spiel reinkommen. Und wenn da jetzt zu viel Spiel sein sollte, entweder ist das Lager kaputt oder beide Lager, von unten ist eins und von oben ist eins mit einer Lagerschale. Oder halt die Plättchen, ja, müssen mal nachgesetzt werden, dass das Spiel rausgeht wieder. Ja, und das kann man halt dann dementsprechend ja fühlen, wenn man Reifen bewegt, wie beim Auto auch, ob da Spiel vorhanden ist. Ich mache das gleich mal, ich werde es nicht zeigen und werde dann berichten. Und das andere ist natürlich, dass die Steckachsen selbst Spiel erzeugen können, beziehungsweise hier vorne ist so ein Stift drin. Ich glaube, das haben auch nur die älteren Modelle, nicht die neueren, weil die andere Achsen haben. Hier vorne müsste normalerweise so ein kleiner Zapfen, sage ich jetzt mal, oder so ein kleiner Bolzen drin sein hier, den man den nach innen heraushauen kann und dann kann man da so eine kleine Distanzplättchen wieder unterpacken, sodass die Steckachse in sich nicht so viel Spiel hat. Ich kann es hier auch noch mal einmal zeigen, bevor wir es auseinandernehmen, damit ihr wisst, was ich meine, wenn ihr das nicht wisst, was ich jetzt damit sagen will. Gucken wir mal rein hier. Mal sehen, ob man das erkennen kann. Ich meine damit jetzt dieses Spiel hier. Kreuzgelenk ist halt kaputt. Ja, und das lässt sich damit einstellen normal. Ich check's gleich ab. Wir müssen das halt alles wieder spielfrei machen oder mit möglichst wenig Spiel. Nicht, dass das da hin und her schlägt, weil wenn ich hier vorne am Stummel drehe, dann ist da halt ein Knacken. Wahrscheinlich, weil das Kreuzgelenk kaputt ist und weil im Planetenradsatz vielleicht das Sonnenrad durch die Steckachsen immer nach vorne gedrückt wird gegen den Planetenradträger hier. Da sind ja die Planetenräder fest hier und da haut das Sonnenrad immer gegen. Das Sonnenrad ist ja auf dieser Steckachse hier fest. Dann sind die Ausgleichsräder und außen ist das Hohlrad fest und da haut halt hier hin und her und das kann dieses Knacken sein oder dieses Geräusch, was da entsteht. Weil er immer wieder gegen donnert hier, gegen den Träger. So, Wagenheber kommt das weg, er ist aufgebockt, alles safe und dann lösen die Bolzen oder die Mutter. So Leute, dann lass uns mal gucken, ob dieser Nachbau-Akkuschrauber von dem Makita Original hier die Schrauben gelöst bekommt, beziehungsweise die Mutter. Tatsächlich nicht. Gut, es ist 24er Schlüsselweite, aber eine hatte ich schon lose, deswegen wundert mich, dass jetzt gerade der Akku ist nicht mehr so voll. Einmal. Und zwei Balken. Welchen hatte ich denn lose? Mal die Schafter zu lösen. Die können nicht so fest sein auf der Seite. Also die Seite ist kein Problem. Man muss dazu sagen, dass es auch von Makita ja noch einen Schlagschrauber gibt, die nochmal größer sind, die mehr Drehmoment haben. Deswegen ist das ja eigentlich der kleinste, den sie jetzt haben im Angebot. Ja, und ich meine, von denen gibt es auch noch eine Nummer größer. Man kann es halt auf den Bildern nicht immer sehen, weil teilweise kriegst du ein anderes Gerät zugeschickt, habe ich auch schon gehört, wie auf den Bildern zu sehen ist, zumindest auf Amazon.
gut, aber ich finde ihn gut. Hat den Reifen jetzt gelöst bekommen, andere Seite muss ich halt einmal dann den Druckluftschrauber für nehmen. Die müssen ja irgendwie fester sein oder nicht geölt. Ja, das ist dann so, wie es ist. So, die Reifen sind jetzt abgebaut und man kann sehen, dass auf den Bolzen hier ziemlich viel Farbe drauf ist. Das kann schwer einen Schlagschrauber lösen, der kleine hätte es also nie hinbekommen. Die sind auch nicht geölt, die anderen sind ein bisschen feucht. Da hinten dieser rote, den ihr in der Ecke liegen seht mit dem Schlauch, der hat es auch schwierig gehabt, der Druckluftschrauber. So, und viel Öl läuft hier noch nicht raus. Ich muss jetzt nochmal die andere Schraube hier lösen, die da, und den nach unten drehen. Dann kommt hoffentlich ein bisschen mehr Öl raus. Aber es läuft ja noch und das ist ziemlich zäh, das kommt nicht so schnell raus. Dass ich zumindest Hoffnung habe, dass da ein bisschen Öl drin war. Andere Seite mache ich auch nochmal frei. Hier ist es ja halt ölfeucht, da wird auch was rausgelaufen sein. Hier hinten bei diesen großen Wellen, die ich trinke. Das sind denn die hier. So, und dann ist es eigentlich nur den Deckel ab, den Planetenradträger hier abschrauben, diese Schrauben. Einmal alles sauber pusten vor und dann diese Schrauben hier ab. Dann kann ich den ganzen, die ganze Radnabe abziehen und dann die Steckachsen halt herausziehen. Und dann ist das eigentlich auch schon fast fertig, das Thema. Heißt es nur noch Wellendicht drin tauschen. Einmal gucken, warum es da drin Geräusche macht. Ich hoffe, da ist nichts kaputt oder so. Teile kriegst du gekauft, aber sind natürlich teuer. Und ja, dann natürlich noch das Spiel von den Steckachsen selbst einmal einstellen. Das macht man dann halt, wenn der Deckel ab ist, muss man sich da so ein bisschen ausprobieren und rantasten, bevor man halt hier flüssige Dichtung drauf macht, dass man den einmal nochmal rauf macht wieder dann oder ran macht und dann guckt, ob das Spiel dann halt weg ist. Zu wenig Spiel darf er halt auch nicht sein, sonst ist natürlich irgendwie Reibung da, Stahl auf Stahl, und dann bei Erwärmung dehnt sich ja auch noch Material aus, deswegen darf es nicht zu krass sein, das Spiel. Ja, also zu wenig Spiel sein. Nee, aber ich mache das jetzt einmal und dann gucken wir uns das gleich einmal an, den Planetenersatz. Und ja, alles werden wir halt nicht filmen, ne? Den Zusammenbau zum Beispiel, das ist ja bloß umgekehrte Reihenfolge, da werde ich bloß einmal rein switchen. Aber im Auseinanderbau will ich euch schon mitnehmen. Ja, also Öl kommt raus. Allerdings ist es echt schwarz. Könnt ihr das einigermaßen erkennen? Heute ist nicht sehr hell draußen, deswegen. Und hier ist auch ein bisschen Späne mit drin. Ganz, ganz fein, aber nur ganz fein. Aber trotzdem. Das ist schwarz. Und schwarz heißt ja schon, Öl ist aufgeschlissen, Metallabrieb. Sonst wird Öl nicht schwarz in so einem Planetenradgetriebe oder Getriebe allgemein. Gut, wenn da irgendwie ein Kupplungsbelag wäre, dann würde der Kupplungsbelag ja durch Abrieb das Öl schwarz färben, als Beispiel eine Lamellenkupplung. Ja, aber hier ist keine Kupplung drin. Hier sind bloß Planetenräder, Zahnräder, Hohlrad und auch kein Ruß vom Motor durch Verbrennung. Also, ne, es ist schwarz, man kann es sehen, das Öl ist von Werk aus auch nicht ganz weiß oder braun, das ist klar. Aber hier auf der anderen Seite ist es halt heller. Seht ihr das? Ein bisschen heller ist es auf jeden Fall. Wenn es in der Wanne drin liegt, sieht es immer schwarz aus. Aber hier ist es auf jeden Fall dunkel. Und deswegen werden wir jetzt einmal gucken, was das da drin macht, der Planetenradsatz, wie der aussieht. Und ja, mal gucken, ob das noch alles so seine Richtigkeit hat, was da drin vorgeht. Ja, wir gehen jetzt wieder bei mit unserem neuen Schlagschrauber hier und lösen einmal die Schrauben. Die packe ich danach in die Kiste da rein. Ja, brauche ich auch beide Hände. Haben wir kurz einen Schnelldurchlauf für euch. So, ihr könnt sehen, die Deckel sind ab hier, also die Planetenradträger. Das sind die Planetenräder hier. Aua. Das sind die Planetenräder. Hier ist halt der Träger, der trägt dieses Planeten oder die Planetenräder, die drei Stück. In der Mitte läuft das Sonnenrad und außen ist das Hohlrad. Das ist der gesamte Körper hier, das Hohlrad. Beziehungsweise es ist hier mit einer Newtonmutter festgeschraubt. Sieht man da vielleicht. Ja. Und die müssen wir gleich lösen. Diese Newtonmutter. Ich werde mal kurz zeigen. Hier sieht man auch hier dagegen laufen. Gegen den
ein Bolzen, der da drin steckt und diesen Stift, sage ich jetzt mal, habe ich ja eben benannt, wie das arbeiten soll. Und jetzt kann man hier ganz gut sehen, dass wenn ich hier an der Steckachse jetzt am Kreuzgelenk bewege, dass halt das gesamte Steckachse hier drin Bewegung erzeugt, Spiel hat. Und das wird halt dadurch eingestellt, dass ich diesen Bolzen da, der hier drin steckt in den Planetenradträger, dass ich den halt weiter reinsetze mit einer Ausgleichsscheibe zwischen. Dann habe ich hier nicht mehr ganz so viel Spiel. Ein bisschen müssen wir haben, ja. Aber es darf natürlich nicht zu viel sein, sonst eiert das hier immer hin und her. So, und genau. Hier drin ist noch ein Lager. Ein Lager ist da noch drin. Ist das hier drin? Ich glaube, hier ist das drin. Ja, und das Lager muss ja auch gespannt werden. Ich denke mal, das ist mit der Nutenmutter, dass es gespannt wird. Ja, wir bauen das jetzt einmal auseinander. Beziehungsweise ich mache das und dann zeige ich gleich mal den Status, den Stand der Dinge. Irgendwo ist ein Sicherungsblech wahrscheinlich noch umgebürdelt oder auch nicht. Wenn sie es nicht gemacht haben, dann ja, auf die Schnelle. Gut, das ist hier auch aufeinander, diese Seite. Und so an sich, die Planetenräder haben eigentlich optisch nichts. Die haben auch irgendwie keinen. Also die haben auch kein Spiel, die können wir jetzt nicht hin und her bewegen, die sind stramm drauf auf der Achse. Axialspiel haben sie natürlich. Ja, aber so sieht das gar nicht so verkehrt aus. Die Steckachse wird ja, genau, die Steckachse wird gelagert. Über diese Planetenräder hier vorne. Die sitzt in der Lagerung drin. Man sieht, man kann die jetzt hin und her bewegen hier. So, und dann müsste er eigentlich hinten ja auch noch ein Lager haben, oder wie war das? Nee, gar nicht wahr. Er wird hier vorne gelagert, genau. Und hinten ist die Lagerung dann halt das Kreuzgelenk und eine Buchse, die hier drin steckt. War da auch eine Buchse drin? Naja, ich kann es gleich erklären. Man baut es nicht jeden Tag auseinander. Wenn man es nicht täglich macht, dann vergisst man es auch, wenn man es ja, vor anderthalb Jahren vielleicht mal gemacht hat. Beim großen Schlepper habe ich es ja schon mal gemacht, hier eine Seite, nee, gar nicht mal beide Seiten auseinandergenommen. Das ist eigentlich genau der gleiche Aufbau von der Achse hier, von der ZF-Achse. Genau. So, jetzt geht's weiter. Ich habe mir gerade mal schnell so einen Spezialwerkzeug gebaut, einen Schlüssel, um die Nutenmutter da zu lösen. Da kommt dann jetzt die gleiche rauf und dann werde ich die Schraube einmal lösen. Ich stelle mal hier hin. Gut, was geht. Nur ein Müll aufpacken hier. Schlüssel verbiegt. Seht ihr das? Ist zu fest, also die Mutter. Die wurde mit sehr, 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 sehr viel Schmack jetzt angezogen. Mit einem richtigen Schlüssel wahrscheinlich. Ja. Okay, dann muss ich eine andere Lösung finden. Aber die ist gleich lose. So, jetzt habe ich eine Lose bekommen. Einmal mit einem Meißel oder mit einem Durchschlachter einmal die Mutter gelöst. Auf der einen Seite. Natürlich nicht die feine englische Art, das will man machen, wenn man keinen passendes Werkzeug da hat. Hier habe ich den Arm so einen Schlag gegeben, das geht aber noch, das ist überhaupt nicht schlimm. So, und zum Festziehen kann ich das dann auch so machen und ja, dann muss ich den später halt wieder einen Schlag geben. Das nützt ja nichts. Jetzt kommt das hier runter. Packe ich hier schon rein. So, und jetzt kann man das Hohlrad abziehen und dann normalerweise danach die ganze Radnabe. Und dann bleibt noch der Stummel stehen, wo halt der Wellendichtring drauf läuft, der hier drin ist. Und ich weiß gar nicht, wie die Lagerung drin ist. Ich glaube, die muss ja hier drauf sein.
Naja, wir machen das mal auseinander hier und dann sehen wir das. Oder seht ihr das? Ich ja auch. So, zwei Hände. So, einmal Hohlrad. Jetzt ist hier ein Lager. Das ist hier hinne. Sehr kleines Hohlrad, wohlgemerkt, für den kleinen verlegten Radsatz hier. Kommt aus dem Werkbank. So, jetzt können wir den hier runternehmen. So. Wir gucken gleich mal hier hinten, was da alles ist. So sieht das aus. So sieht das hier aus. So, da drin ist irgendwie noch so eine. Ja, so ein. Was ist denn das? So ein Innenring. Sieht ja komisch aus, als würde das vom Lager kommen oder so. So, mal rein. Ein bisschen scharfkantig. Aber hier drauf, wie klemmt er denn? Gute Frage, was ist das? Naja. Das wird sich gleich oder dann herausstellen, wenn ich es zusammenbaue. Es muss ja irgendwas sein, dass er halt den Abstand erhält oder jo, irgendwie sowas in die Richtung. Dass er endlich einen Abstand hält. Hier ist der Wellendichtring, der alte. Der ist auch alt. So sieht das zumindest aus. Jo. Genau. Also die Lager werden wahrscheinlich nichts haben. Ich gucke mal die Laufspuren an auf den Zylinderrollen selbst. Ja. Die anderen Ohrringe hier, Wellendichtringe, die sind auch aus Metall von außen, also wie das Original. Und so sollen ja normalerweise auch die von innen sein. Deswegen, die habe ich ja noch nicht. Ich gucke gleich mal. Ja, und muss die auf jeden Fall heute noch bestellen. Ich werde das hier nochmal das auseinanderbauen, das hatte ich eben gesagt, ne, das ab. Und dann kann man die Steckachse halt rausziehen. Das ist ganz einfach normalerweise. Ne? Die Nutenmutter war jetzt ein bisschen das Problem zu lösen. Aber wenn das hier ab ist, kann ich die Steckachse rausziehen und dann das Kreuzgelenk gleich neu machen und mit dem Wellendichtring das regeln. So. Jetzt bin ich hier beigegangen, habe den einmal gelöst. So, das Lose. Da ist ein ganz kleiner Wellendichtring. Die sind wirklich nicht groß. Da drin ist so eine Messingbuchse noch. Gut, und hier ist die Steckachse, die ziehe ich jetzt mal raus. So, da haben wir sie. Und hier ist das Kreuzgelenk halt kaputt. Das habe ich ja schon neu liegen. So sieht das aus. Mal hier reingefilmt, die Kamera muss mich jetzt gleich mal laden und ich mache jetzt mal Mittagpause. So, und da ist diese andere Wellendichtring. Und die müssen neu, keine Frage, das ist sonst alles Mist. Die muss ich auf jeden Fall neu machen. Und ja, dann werde ich gleich mal gucken, welche das sind, hier oder die. Ich meine, für die Achse ist es ja auch bekannt auf den Internetseiten, aber ich habe für den großen Schlepper schon mal welche bestellt und die passen nicht. Komischerweise, ich habe da vielleicht einen Fehler gemacht wegen der Nummer der Achse, wegen der Bezeichnung. Oder die haben Fehler gemacht, auf jeden Fall habe ich die wieder zurückgesendet. Ja. Und die passen nicht, deswegen will ich hier ganz genau gucken, welche Größe die haben, um sicherzustellen, dass das die richtigen sind, die kommen. Mal Spiel angucken hier.
Seht ihr das? Also Spiel ist auf jeden Fall vorhanden. Und ja, das wird gleich mal neu gemacht. So, meine Mittagspause ist vorbei. Ich habe das jetzt mal hier auseinandergebaut, mich drin einmal kurz informiert zu dem ganzen Thema hier und nochmal auf der einen Seite, den mir letztens ein Zuschauer über Instagram geschickt hat, einmal geguckt. Da haben sie nämlich eigentlich alle Teile und da habe ich dann auch gesehen, die Maße stehen auch da vom Wellendichtring. Wie gesagt, ich wollte aber nicht vorher schon kaufen, weil ich habe da schon mal falsche bestellt. Deswegen wollte ich gerne die Maße haben. So, und jetzt ist hier ein ganz stinknormaler Wellendichtring drin. Davor war halt noch so eine Kappe. Das wird wahrscheinlich damals irgendwie so ein Filzdichtring gewesen sein. Auf dieser Seite, das sind originale Case IH-Ersatzteile, die sie da dann verkaufen. Da ist auch ein, das schreiben sie sogar, sogar da auf der Seite, da ist ein originaler, also ein ganz stinknormaler hier Wellendichtring drin. Mit der Größe ist das jetzt hier 28 x 45 x 10, genau. Vier Stück halt auf die zwei Achsschenkel verteilt, sind das insgesamt vier Stück. Und dieser Filzdichtring war dann halt hier vor. Ich weiß nicht, vielleicht haben die das auch schon mal neu gemacht, dass sie damals wirklich was anderes drin steckte. Im großen 10-5-5 war ein Wellendichtring drin, der hatte zwei nach innen liegende Dichtlippen. Das hat der auf jeden Fall nicht. Aber der sieht auch nicht mehr ganz so gesund aus hier. Ja, aber ich werde jetzt hier, weil auf der Seite war das, war so ein Wellendichtring, kostet natürlich auch ein paar Euro denn. Die wollen ja auch noch einen Oberlos verdienen. Ich werde jetzt aber bei den Kaufhaus mit dem bunten Buchstaben, da bin ich halt Stammkunde, da mal gerne einmal reingucken und ich habe eben schon gesehen, da kostet ein Wellendichtring, kostet 2,50. Ne? Dann kaufe ich vier Stück, da habe ich 10 Euro ausgegeben für vier Wellendichtringe. Statt halt 11 Euro irgendwas für einen. Also da kann man schon, man muss echt vergleichen, sonst wird man echt Geld los. Und dieser Filzdichtring, der hier ursprünglich vor war, den lasse ich weg, der brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das ist auch damit, wenn sich Schmutz reinwickelt hier oder umwickelt um die Radnabe und Dreck und so weiter, dass das nicht halt den Wellendichtring gleich kaputt macht. Normalerweise fährt man ja so eine alte Maschine nicht mehr so krass im Heu oder Stroh, dass da wirklich die Vorderachse im Schwarzer hier mal drin hängt und sich dann hier um die Kreuzgelenke was rumwickeln könnte. Ich kann hier nochmal zeigen, wie das dann aussieht. Mit meiner Lampe. So, so sieht das dann aus. Dieser Filzdichtring, dann der normale Wellendichtring und dahinter ist halt noch diese Messingbuchse. Und beim großen 10-5-5 habe ich das ja auch mit normalen Wellendichtring gemacht und die gibt es auch nicht mehr zu kaufen, steht auf der Seite, wie IHC das damals ursprünglich gemacht hat. Deswegen muss das so gemacht werden und ich mache nur einen rein, weil sich da normalerweise nichts rumwickelt, Material, was auch gar nicht dazwischen kommen dürfte, weil da wirklich nicht viel Spiel oder Platz zwischen ist. Einige sagen jetzt vielleicht, ja, ich hätte das andere gekauft, ja, dann müsst ihr das machen. Weil im Set mit dem Filzring dazu kostet dann auch nochmal, ich glaube, das war irgendwie bei 28 Euro, waren das meine ich. Diese Einwellendichtring mit diesem Filzdichtring, das ist da eine, auf der Seite kein Filzdichtring, das ist halt ein Dichtring, da ist nochmal eine Dichtlippe mit außen drauf. Der kostet halt irgendwas Richtung 30 Euro, meine ich, und so, das mal wieder mal 4. Ihr merkt vielleicht, worum das hier gerade geht, um das Thema Kleinvieh mal auch Mist. Da streiten sich die Geister. Der eine sagt, ich würde lieber Originalteile kaufen oder das, was da wirklich reingehört auf der Seite. Das muss ja was taugen und so weiter. Und der andere sagt, die Wellendichtringe, die kaufe ich halt beim Drittanbieter und dann baue ich die ein. Damit habe ich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht, ich jetzt als Beispiel. Und ja, viele Wege führen in dem Sinne nach Rom. Wenn man es ganz genau macht, dann investiert man hier schon so ein paar Tausende Euro, wenn man das Projekt macht, was ich jetzt hier gerade mache. Macht und erst recht noch, wenn man dann halt eine Werkstatt mit zwischen hat, die dann wirklich da agieren muss, weil selber dann vielleicht in die Hände gebunden sind, weil man da sich nicht rantraut. Deswegen kann ich bloß sagen, an meiner Stelle jetzt hier ausprobieren und machen. Geht nicht, gibt es, also bei mir zumindest nicht. Und ne, wie gesagt, Preise vergleichen lohnt sich, weil das ist wirklich nur ein stinknormaler Wellendichtring hier. DRW, also auch wirklich ne, BAF, DRW, SL. Also ich sehe noch nicht mal hier irgendwie ein Markensymbol drauf oder sowas. Vielleicht wurde auch schon mal getauscht, bloß dieser Filzring war halt davor und ich habe den jetzt gerade verdengelt. Die müssen ihn dann irgendwie rausgeholt haben, von innen gehebelt einmal, ohne ihn kaputt zu machen. Ja, man könnte jetzt auch sagen, ich mache den jetzt einfach davor, bloß da habe ich dann wieder Bange, dass sich dahinter dann irgendwie Schmutz sammelt oder Dreck. Ne? Halt rein nur als Abstreifer, weil er knapp über die Welle rüber passt. No, ich noch nicht. Das ist ein bisschen Spiel. Ich lasse das auf jeden Fall weg, mache das hier alles sauber und
Dann wird das dann aber auch tun, der neue Wellendichtring, den ich gleich bestelle. So, ich bin gerade dabei, so ein bisschen sauber zu machen und packe mir das dann da hinten hin. Ja, hier vorne habe ich jetzt einmal diesen Bolzen da, oder diesen Bruchstift, sage ich jetzt mal, rausgehauen von der Außenseite aus. Da war erst der drin, deswegen da ist auch Farbe drauf. Und dann waren diese Ausgleichsscheiben hier da drauf. Und dann war dieser kleine Stift oder Bolzen, wie man ihn dann auch nennen mag. Das war auf jeden Fall alles mit Schraubensicherung eingeschmiert, damit da halt kein Öl rausläuft. Und der war davor. So. Und wir hatten dann natürlich eben ein erhebliches Spiel. Deswegen muss ich jetzt noch irgendwas mit. Und ja, ich werde gleich mal gucken, was ich da noch habe. Darf natürlich nicht zu viel, denn passt das nachher nicht mehr, denn es ist zu stramm. Aber das ganze Kreuzgelenk konnte man ja schon ein ganzes Stück hin und her bewegen. Deswegen, das muss unbedingt ausgeglichen werden. So, ich habe hier unter den ganzen Tüchern keine Leiche oder sowas, keine Mumie. Ich habe die gereinigten Teile hier unten drunter. Hab die Lappen, die sehen zwar jetzt schmutzig aus, aber die habe ich vorher abgeblasen. Da ist kein Schmutz drauf und die drehen auch, stehen auch umgedreht, dass da kein Dreck reinfällt. So, ihr könnt das vielleicht jetzt hier erkennen, dass ich die Kreuzgelenke einmal getauscht habe. Die sind jetzt nagelneu. Natürlich an beiden Gelenken. An beiden Steckwellen oder Steckachsen. Sind die neu. Mit Dichtung. Die alten gingen echt schwer raus. Ja, aber die neuen gingen eigentlich ganz leicht rein. So leicht, dass ich sicherheitshalber hier einmal alles sauber gemacht habe mit Bremsreiniger und habe dann hier auf diesen auf diese Lagerschale da, wo das Nadellager halt drin ist, habe ich außen über sicher Schraubensicherung drauf gemacht, damit sich das nicht bewegt, weil die halt echt leicht reinging. Nicht, dass nachher nicht sag schon das Gelenk oder der Zapfen vom Gelenk hier, vom Kreuzgelenk sich bewegt, sondern die Lagerschale, das will ich natürlich nicht. Deswegen ist jetzt ja, Schraubensicherung raufgekommen, das wäre schön hart und hält dann auch. Ich weiß nicht, vielleicht hatten die es vorher auch eingeklebt, das war so fest. Gut, also soweit bin ich erstmal fertig, die Sachen sind bestellt. Was ich jetzt noch neu mache, ist für diese, ja, für diese Zapfen, jetzt liegt der ganze Mist hier natürlich drauf, für diese, ich zeig's nochmal, nimm das nochmal weg hier, für diese Zapfen hier, die an dem Achsschenkel angeschraubt sind, die Buchsen hier müssen neu, die Messingbuchsen oder Bronzebuchsen, was es ist, weil, kann man das sehen, da sieht man das jetzt so eine schwarze Verfärbung. Die sind, ja, fertig. Die müssen auf jeden Fall neu. Eigentlich sind die nur außen fertig. Innen sind die nicht schlecht. Also innen geht das. Außen sind die allerdings nicht mehr gut. Wahrscheinlich, weil das Kreuzgelenk auch kaputt war dann und hat da drin rumgeschlackert. Wollen wir uns mal, jetzt nochmal dieses Stückchen Welle hier angucken. Also hinten, wo der Wellendichtring den wirklich läuft, sieht das auch nicht mehr ganz so schön aus. Allerdings hat er vorher gar nicht da, also er war gar nicht undicht. Deswegen mache ich mir da keine Gedanken, dass das nicht abdichten sollte. Sondern eher wegen der Lagerstelle hier. Weil bei dem hier geht das komischerweise noch. Also das sieht noch nicht ganz so verkehrt aus. Die andere Seite ist schlimmer, die jetzt eigentlich ein heiles Kreuzgelenk hatte. Das kann man natürlich jetzt ganz schlecht sehen beim Film. Also wenn ich hier lang gehe, da ist hier so eine Riefe drin. Vielleicht weil er sich halt bewegt hat. Er soll hier über das Sonnenrad soll hier gelagert werden. Und dann halt einmal da hinten über diese Messingbuchsen oder Bronzebuchse. Hier genau das gleiche und da hinten im Differential. Und wenn er natürlich hier Spiel hat, bewegt er sich zwangsläufig. Und wenn er hier auch noch Spiel kriegt, dann ja, bewegt er sich nachher noch im Sonnenrad, auf der Verzahnung und so weiter und so fort. Deswegen kommen diese Boxen auf jeden Fall beide neu, die hier drin stecken. Nee, gar nicht mehr, die bleiben und die hier auf den Zapfen kommen neu, so rum. Hier ist er wieder unten drunter verschwunden. So, und ich werde das jetzt einmal alles wieder abdecken hier und ja, ich werde die einmal hier schwarz ansprühen. Das macht man ja normalerweise, wenn man zum Beispiel hier bei der Gelenkwelle, bei der Allradwelle oder Kardanwelle, die haben sie auch schwarz gemacht, weil sie die halt instand gesetzt haben. Dann weiß man, wie auch beim Anlasser als Beispiel da, dann weiß man natürlich, dass das Teil schon mal instand gesetzt worden ist und dass das praktisch neu ist. Ja, oben mit Sprühfarbe schwarz werde ich es einmal ansprühen, dass sie natürlich abdecken und dann ja, kann ich zumindest optisch schon sehen, dass die Teile auseinander waren, die Vorderachse und dass das alles wieder heil ist. So, gucken wir uns einmal die Gelenkwellen an, die sind schön schwarz geworden. So sehen die jetzt aus. Dann kann man zumindest auf einen Blick erkennen, dass die mal neu gekommen sind. Das ist ja auch so eine Wertsteuerung. Genau. So viel dazu. Also ich würde sagen, das Video soll jetzt vorbei sein. Kam noch ein bisschen was drin vor.
Achsstummel hier, Allradachse, Eingangswelle, dann die zwei Steckachsen, Planetenradsätze gesehen und Wellenlichtringe neu gemacht, beziehungsweise werden noch neu gemacht. Ja, also ich warte auf die Buchse, der Kopf wird montiert im nächsten Video und daher gerne wieder reinschalten, meinen Kanal abonnieren, das Video auch gerne kommentieren, ja, beim nächsten Mal gerne wieder reinschalten und vielleicht, oder habe ich schon gesagt, naja, auf jeden Fall, vielleicht sogar dem Video einen Daumen nach oben geben, so rum. Okay, alles klar, bis zum nächsten Mal, tschüss.